Wir spielen mal wieder Elden Ring. Es geht weiter. Ja. Den Turm nach oben und dann rein. Der Gegner liegt. So ein befreiendes Gefühl. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hatte ich auch, als ich damals in Dark Souls 2 den elenden Drachen gelegt habe. Den alten. Okay, da käme ich höher. Da könnte man sich nur... Sag mir jetzt nicht, ich komme da gar nicht. Ich muss wohl doch da mit dem Pferd entlang. Okay. Und da liegt... Ne, da liegt nichts, ne? Ne. Ja, dann wieder runter. Nice Intro. Danke, danke. Ich wollte halt was Gechilltes, was aber zum Konzept passt und nicht für jedes Spiel irgendein eigenes. Deswegen dann halt so ein kurzes 10-Sekunden-Intro, das reicht völlig aus. Jetzt mal die Frage, ist es links oder rechts? Ich würde jetzt nach da gehen. Könnte aber auch da sein. Und da wurde gesagt, nein. Und hier muss ich, glaube ich, Ferdi beschwören. Ich sag hier nichts. Okay. Okay, okay. Das wird spaßiger. Muss ich wieder das Ferdi? Ich weiß, dass das Pferd einen Namen hat. Ich finde aber Ferdi viel lustiger. Da lang. Okay. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Und da komme ich natürlich auch nicht hoch. Also, da wieder runter. Ich sage ja, es ist heute eine anstrengende Folge. Aber es kann ja nicht Sinn der Geschichte sein, dass ich da mit Ferdi hoch muss. Ja. So. Ich mag ja den Hintergrundsound in diesem Level nicht so wirklich. Ich meine, Dark Souls oder die Souls-Reihe haben sonst immer geile Musik dabei, aber die finde ich irgendwie mega nervtötend. Das hier wäre leichter. Ja komm, wir gucken es uns mal an. Ja, genau, es ist halt eklig und bedrohend, aber nicht schön. Also, die anderen hatten auch schon so. Ja, irgendwie passt es auch, aber... Ja, das habe ich mir gedacht. Hier wieder runter. War ich bei der Hütte schon? Ja. Genau. Hier wieder hin. Okay. Dann wieder so. Wieder runter. Ich finde, hier ist halt nur kein guter oder schöner Soundtrack. Es geht auch anders bedrohlich, finde ich.
nicht runterfallen. Und... ups. Oh Gott. Okay, da ist auch noch eine Leiter. Die ignorieren wir aber jetzt mal gerade. Wobei die mich interessiert. Ganz schlimm. Ah, ah. Da ist nichts mehr. Okay. Der heilige Turm von Khalid. Merci. Wobei ja hier noch ein bisschen was ist, ne? Wir gehen mal hier um die Ecke gucken. Also hier ist der Fels. Genau, da unten liegt nämlich noch was. Mhm. So, wie viele Seelen? Oh, warte mal. Status. Ha, können gerade leveln und dann machen wir auch keinen Verlust. Das ist schön. Stufenaufstieg. Ich glaube, ich mache Stärke jetzt mal weiter. Auch wenn ich einen Katana trage, aber das hier ist für beides. Gehen wir mal nach oben. Erstmal oben gucken. Jetzt beginnt der Kletterspaß erst. Ah. Absolut fest verschlossen. Okay. Sie zeigen also definitiv, dass man hier nichts machen kann. Dann wieder runter. Huhu. Vorsicht vor Ritter. Okay. Nacheinander besiegen. Okay. Na komm. Na komm. Ja, das hast du nicht erwartet. Und ich auch nicht, gegen die Wand zu schlagen. Nee. So, jetzt kommt der nächste. Oh, da. Autsch. Wie hat er mich denn da erwischt? Normalerweise erreiche ich ihn so nochmal. Ah, das ist eine Wiederholungsstatue. Ah, okay, okay. Das dachte ich mir schon. Kennst du dich eigentlich besonders gut in Elden Ring aus? Links versuchen. Okay. Weil ich habe noch so eine Thematik im Kopf in einer Festung, kann man so sagen. Ah, okay. Vielleicht bist du ja noch was da, vielleicht komme ich da nachher mal hin. Das dachte ich mir. In der Sturmfeste habe ich noch zwei Fragen. Oder da komme ich an zwei Gegenden nicht ran.
und das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen bekloppt. Klar, bitte auch länger hier. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass du noch was anderes vorhast. Okay, also da könnte... Ah, da ist ein Gang, da kannst du dich droppen lassen. Okay, also ganz vorsichtig. Schlups. Okay. Da ist ein Fahrstuhl. Also hier müsste ich drauf timen quasi. Da ist eine Plattform. Unwahrscheinlich. Dann, heute habe ich nichts vor bei den Temperaturen. Ja, ich grundlegend irgendwie auch nicht. Puh, das war gezielt. Okay, da ist ein Ritter. Ich könnte mich da direkt zur Seite oder nach vorne hin. Mal nach vorne. Ja. Na. No. Na. No. Ich will jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Ich treffe ihn ernsthaft nicht. Danke. Was ist denn? Wir probieren es mal. Das hatte ich mir so vorgestellt. So. Dann hier rum. Und hier rein. So, habe ich hier irgendwas groß verpasst? Ne, hier ist ein Weg. Okay, cool. Haben wir den Shortcut schon mal. Oh, da ist eine Leiter. Eine Leiter. Was steht da? Leiter voraus. Danke für die Info. Also, ich hoffe, du hast mich jetzt hier nicht in ein Gebiet gescheckt, wo ich halt so gar nicht mit meinem Level klarkomme. Ich bin Level 70. Also, ich hoffe es jetzt nicht. Gott, jung. Ah, Shortcut. Chain, Chain. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Das heißt, runter. So, dann muss ich nämlich diesen Fahrstuhl nicht mehr fahren. Habe ich noch irgendwas da liegen lassen? Noch nicht, nee. Dann. Oh. Ah. Okay. Nee, alles gut. Du packst das. Ich glaube an dich. Das freut mich. Okay. Und der ist machbar. Irgendwie schon. Jetzt muss ich erstmal wieder die beiden Ritter umnieten. So.
Eigentlich muss ich das nicht mal. So, und runter. Der andere auch? Nee, ne? Gut. Oh. Der war lustig. So, kriegt gar nichts, okay. Einen Runenbogen. Ich habe immer noch nichts damit anfangen können, die Dinger zu haben, aber wir haben einen. Warte, jetzt müssen wir mal gucken. So, da ist der Fahrstuhl. Das wäre da irgendwie der Weg, ne? Ist das da nicht kaputt gegangen? Nee, wir gehen mal gucken. Kein Springen voraus. Ja, würde ich auch nicht. Runenbögen werden noch sehr wichtig. Unbedingt aufheben. Ja, habe auch noch keinen verkauft. Runter versuchen. Aber war das nicht das Ding, was zerbricht? Okay. Dachte ich mir. Das ist unlogisch, dass ich das überlebe, aber okay. Man nimmt, was man kriegt. Oh, sehe ich da ein Gnadenlicht? Komm, so doof habe ich mich nicht angestellt bis jetzt. Aber wir können... hier unten mal die Magie aufladen. Beziehungsweise Glück. Ah, noch so einer. Jo. Ja, ich will hier oben mit dir kämpfen. Da, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. So, hier will ich kämpfen. Komm her. Komm her! Na, fällt da runter? Ah, ich hatte es gehofft. Was haben wir denn hier? Wir gucken mal hier noch ein bisschen rum. Thank you.
Der Typ ist schon nervtötend. Ja, war klar. Ich habe es jetzt auch gerade nicht mehr wirklich probiert. So. Ich wollte es jetzt stürmisch probieren, ich weiß, dass das sinnlos ist, aber es hat gar nicht so dumm geklappt. Besser als sich mit dem so die ganze Zeit zu beschäftigen. So. Und ich weiß, dass ich nicht gegen ihn kämpfen müsste. Renn einfach an ihm vorbei, du wirst den Weg noch einige Male zurücklegen müssen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Schlafversuch. Aposteldeck. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt zu underpowered, würde ich mal vermuten. Aber wir gucken mal. Ja, ich krieg viel zu viel auf die Fresse. Und mein Kumpel hilft auch nicht. Nee, tut mir leid, da bin ich, glaube ich, wirklich noch zu underleveled. Aber ist schon mal ein guter Hinweis. Und ich habe den Weg bis dahin mir schon mal freigespielt. Besiegen, wenn du Randans Runen aktivieren willst. Ja, okay. Jetzt, genau, jetzt wo ich dich gerade noch hier habe, kann ich ja mal kurz. Und zwar, wo war das? Eben, der Weg ist das Ziel, das sagt man ja auch, oh, oder so ähnlich. Ja, ungefähr. Warte, hier war der Kampf. Warte, jetzt muss ich kurz nur überlegen, wo war das, was ich da gesucht habe? Wie du siehst, ich habe schon ein bisschen was erkundet. Ich such's gerade. Wo war es? War es hier? Ne, warte mal, es war bei diesem langen Weg. Genau, hier ist so ein Bereich gewesen, wo ich hin wollte, aber nicht hinkam. Aber ich bin jetzt gerade am gucken, ob das nicht noch irgendwo anders war. Nicht, dass ich jetzt gerade... Genau, also das hier ist ja, glaube ich, so ein langer Weg, um eine der Runen zu aktivieren, die der Mondtante oder so. Den Bereich kenne ich.
Eben der Weg ist das Ziel, sagt man ja. Ah, so, den Bereich kennst du meinst du, okay. Ich war gerade am Überlegen, es gab eine Festung, wo es innerhalb der... Ich muss gerade mal überlegen, wo wir entlang gelaufen sind. Ja doch, das war glaube ich hier. Das war die Kammer, Wachturm. Ich glaube, hier in der Nähe war das. Ich guck mal. So, also, ja, ich glaube, hier bin ich in etwa, nicht ganz. Hier wollte ich nicht hin, sondern, war das hier? Ich muss gerade einmal kurz durchskippen. Meinst du, wie man in den Untergrund kommt? Nee, nee, warte, warte, warte. Stimmt, ich muss... hier hin. So. War das jetzt... Genau, warte. Es war, glaube ich, jetzt hier entlang. Dann hier runter. Es gibt so zwei Stellen. Es gibt eine Stelle in der Festung, wo du halt so ein tiefen Abgrund hast und auf der anderen Seite der Mauer sind auch Wege, also dir gegenüberliegend. Und genau, so, warte mal, jetzt hier entlang. Genau, und da oben. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Also ich kann mal kurz zeigen. Da bist du. So, und zwar gibt es. Hier, eine Tür. Die krieg ich nicht auf. Siehste, und ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich habe das schon von allen Seiten mir angeschaut, beobachtet. Über das Dach, okay. War noch eine. Guck, genau die Stelle da irgendwie auch. Mit der Kiste, irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe keinen Weg dahin gefunden. Auch nicht, wie ich darauf komme. Muss ich da dann durch das Fenster hüpfen? So. Ja, durchs Fenster. Okay. Da muss ich jetzt irgendwie zum Fenster kommen. Geh nochmal raus. Ich geh mal hier rüber raus, ne? Genau, hier waren die beiden. Falsche Richtung. Okay. Dann anderes raus. Da war ich, glaube ich, auch schon. Wobei, warte mal, ist das dieser Punkt? Ja, das ist... Da muss ich irgendwie landen, ne? Okay, wie komme ich jetzt auf dieses Dach? Warte mal, hier rechts? Du meinst jetzt nicht hier unten. Also hier, oder? Ah, okay, warte mal. Ah! Habe ich komplett übersehen. Gott, bin ich manchmal dumm. So. Darum. Hier ist der Gang. Wie schön verwinkelt diese Level sind, dass du echt nicht alles findest, ne?
So, wir gucken mal kurz auf diese Seite. Ist nix. Ah, und hier dann runter droppen. Von der Seite kann ich dann öffnen. Okay. Da hast du mir hier schon mal sehr geholfen. Dankeschön. So, was habe ich hier? Steinschlüssel, schon mal sehr gut. Und, haha. Das Level-Design ist so genial, wenn man es einmal ein wenig durchschaut hat. Bitte, bitte. Ja, danke, danke. Warte, ich guck mal gerade, ob ich noch die andere Stelle finde, die ich noch Thematik hatte. Das war, glaube ich, hier. Also manchmal übersieht man auch einfach, weil man halt irgendwann nicht mehr drüber... Genau, hier sind auch wieder Türen. Guck. Die ich nicht öffnen kann. Und was sich da mir schon aufgefallen ist, ist, glaube ich, auf der Seite war das. Genau. Da, die andere Seite. Ich weiß, welche du meinst. Da war ich auch noch nicht. Da habe ich aufgegeben. Ja, genau, die Ecke. Ich raff's nicht. Ich habe mich schon da droppen lassen. Da ist ja vor allem ein Durchgang. Da musst du ja irgendwie von hier außen kommen oder so. Und da ist ein Durchgang. Du musst irgendwie auf diese bescheuerte... genau. Du kannst nach unten auf den Vorsprung. Ja, das habe ich ja schon gemacht gehabt. Aber da geht es ja nicht weiter. Also ich weiß, dass ich war da unten dann. Da habe ich auch gegen diesen einen Gegner gekämpft. Mach nochmal. Geh nochmal runter. Gut, dann bin ich nicht, bin ich nicht ganz so bescheuert, dass ich es nicht gefunden habe. Aber da kannst du ja nicht hochspringen. Mal, komme ich von hier jetzt auch wieder hoch? Mal gucken. Ist jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, genau, das ist halt irgendwie... Genau, und hier war ja dieser... war ein Boss. Den habe ich auch schon gelegt. Hier ist auch kein Durchgang gewesen. Da ist nur eine Nase, eine riesige. Na, dann geht's nur noch hier hoch. Ich komme halt nicht mal in diese Richtung an der Mauer entlang. Das macht mich halt so bekloppt. Oh Gott, diese Leiter. Vor allem, wer setzt denn da so eine lange Leiter hin? Du kannst ja, wenn du mit dem Playthrough fertig bist, diesen Ort nochmal mit einem Tutorial abklappern. Mit einem Tutorial? Genau, jetzt bin ich wieder hier. Ups. Genau, das hier habe ich auch schon alles geöffnet. Da war aber auch nichts. Kommen Sie rum. Dann komme ich halt rum. Genau, da war hier halt auch nichts. Das ist halt nur dieser Weg da unten entlang. So, nochmal.
Genau, also. Oh. Boah, wie kommt denn das her? Okay, das war neu, das war bis jetzt nicht da. Jo. Das war, glaube ich, der Fahrstuhl, von dem ich jetzt kam eben. Ja, auf jeden Fall, das habe ich halt nicht begriffen, warum. Oder wie. Ich hatte auch schon geguckt, ob man irgendwie von oben, ne, hier entlang irgendwie dann kommt. Aber man kommt halt leider nicht auf die Balustrade. Und den hier habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht aktiviert bekommen. Hast du den schon aktiviert? Tut mir leid, wenn ich dich jetzt so nerve damit. Kann ich ja auch. Mich nicht. Ja. Hab das jetzt. Ja, aber da gibt's auch nichts zu holen. Ah, okay. Aber wofür ist der denn dann da? Also man müsste jetzt quasi, ich glaube, über die Dächer dann diesen ganzen Weg irgendwie. Ich muss mal gerade gucken. Da entlang, genau. Irgendwie an der Außenseite musst du dann entlang. So Rätsel machen mich ja bekloppt, ne? Ich guck gerade, ob ich hier schon irgendwo war. Ich diese Gänge kenne, diese Holzbretterchen. Wahrscheinlich. Warte mal, wo geht's denn da entlang? Springen voraus benötigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon überall war. Ich würde erstmal sagen, von hier aus mache ich jetzt die nächste Folge. Daher, bis dann, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.